Ein wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ETS 2. Immer noch in Level 27. Alter Schwede, eigentlich wollte ich ja spielen, bis wir Level 36 sind. Also sowohl bei RTS als auch bei ETS 2. Ja, das dauert ja echt ewig. Ey, heilige Scheiße. Also mit Privatspielen war ich schneller. Gut, da habe ich auch jeden Tag unzählige Stunden gesuchtet. Fertig zum Losfahren. Bitte rechts halten. So, also halt. Das Wichtigste der Musik. Bitte links halten. So? Nein. Hat auch keinen so großen Unterschied. Vor allem ist es so realistischer. Dann müsst ihr einfach mal bei euren Handys die Helligkeit hochdrehen. Und nicht schon mal bei 5% lassen, weil bei euren scheiß Samsung-Handys der Akku bereits nach 2 Tagen leer ist. Kauft euch mal Xiaomi-Handys. Ihr Bitches. Oh. Jetzt, wir müssen mal gucken, ob unsere Mitarbeiter richtig konfiguriert sind. Also was sie als skillen sollen so. Richtig konfiguriert. Bei meiner Mitarbeiterin gucke ich gerne mal ins BIOS, if you know what I mean. Ach, ich wäre ein wunderbarer Chef.
Ich glaube, die Dame im Radio hat gerade einen Sprung in der Platte. Kann das sein? Oh, die Dämmerung setzt ein. Es wird hell. Das ist geil. Was da vorne schon wieder los? Der sieht jetzt halt geil aus. Ist so richtig so. Richtig schön knallblau. Mit so leichtem Nebel. Das sieht ja krank aus. Nice. Und hinter uns sieht man schon richtig die Dämmerung. Da kommt schon langsam aber sicher die Sonne hoch. Sehr cool. Ist doch nicht mal richtig hell und schon ist unser Bett halb voll. Wir werden da so einen Scheiß vom Parkplatz bekommen. Und ja, von hier wird es nochmal schlimmer. Ach ja. Leider können wir nicht noch einmal extra schlafen, das funktioniert leider nicht. Das dürfte dann ganz schön knapp werden. Ich meine, gut, jetzt geht eh nicht mehr so, dann wäre der gesamte Tag rum, dann wären wir genau in der Nachtphase so. Obwohl nicht ganz. Kassel, Hamburg, Bremen, ja, da müssen wir lang. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte rechts halten. Was, soll er für 80 fahren? Null. Warum bremst du denn überhaupt?
Ja, mit 80 hier langfahren schon, ja, schön. Ja, sind die Kurven ja schon eng. Oh. Gut, ich dachte, die linke Spur fällt weg, aber warum die rechte Spur? Obwohl, was eigentlich streckentechnisch macht es schon Sinn, dass die Überholspur wegfällt. Und hier sind eh wieder dreispurig. Hat sich ja echt voll gelohnt, ihr Straßenbauer, ihr. Bin ich hier richtig? Ja. Mein Navi sagt, ich muss hier bleiben. Oh, hier geht's aber bergab. Bitte rechts halten. Yeah, wieder auf 80 beschleunigt. So muss das sein. Gut, ich meine, wie gesagt, wir haben bloß 5 Tonnen, so easy. Aber trotzdem ging es schon ganz schön gut bergauf. Muss man doch einfach mal so anerkennend bitte links halten. Sagen. Irgendwie ist gar keine Musik mehr da, oder? Was ist hier los? Was hat denn da jetzt von mir für ein Elefantenrennen? Leute, ich muss da mal weg. Bitte links halten.
Vorwärts oder so langsam? Digga, der Typ fährt nicht mal 80. Ach, leg mich doch. Bitte links halten. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Sorry. Was hast du auch so gebremst? Wärst einfach mit 80 weitergefahren, wäre alles cool gewesen. Aber nein, du musst ja wieder bremsen. Out of the blue. Gut, was machen die jetzt hier? Lass sie vorbei. Ach, ich bin doch. Alle kacke hier heute. Gegen das System, ja! Gegen das System, ja! Spaß! Digga, was ist denn da los? Wie 11.000 Euro verloren? Wie ist das in dem Level aufgestiegen? Aber sie gerade keinen Auftrag gefunden hat. How is it even possible?
Ja. Wir müssen jetzt schon ins Bett, also in den nächsten 2 Stunden. Das heißt, wir wachen dann auf, wenn es gerade anfängt, dunkel zu werden. Die nächste Tour wird also eine richtige Nachttour. Ja, hässlich. Ich meine, das eh die letzten beiden Folgen. Vielleicht halt noch einfach auf Speed-Mode, wobei ich schaffe noch nicht mehr. Vielleicht werde ich jetzt anfangen zu raven. Ich schaffe in der nächsten Folge nicht 1000 Kilometer. Dann müsste ich sehr schnell raven. Ist er ja schon mit der Junge wieder. Hat eine arme Sau. Wie kann die Straße... Guck mal, die Straßen waren alle gelb. Also sind alle gelb. Das heißt, wir müssen hier schon mal lang gefahren sein. Aber der Rastplatz selber war noch grau. Sehr suspekt. Oder die haben den Rastplatz erst in der neuen, jetzt in der Version hinzugefügt. Oder halt, seitdem wir hier lang gefahren sind, erst hinzugefügt oder geändert oder sowas. Deswegen der uns nicht mehr gut geschrieben wurde. Also ist auch der Grund, weswegen es so super schwer ist... hier auf die 100% zu kommen. Weil du hast halt immer wieder Stellen, so wie das Ding hier, was halt einfach grau bleibt. Ne? Die Straßen waren alle gelb, aber das Ding selber war tropfengrau, weil es scheinbar irgendwie mal geändert wurde. Und bumm, fehlt dir 0,001%. Weil mittlerweile witzig ist, dass du jetzt sogar diese Dinger hast mit pro Stadt, ist ja auch neu dazu gekommen. Da kann man also schon mal gucken, wo man schon das meiste abgefahren ist. Sieht man jetzt zum Beispiel in Schweden, in Dänemark, ne, da waren wir am meisten. Und dann gibt es zum Beispiel Sachen, da haben wir 0%, so wie Luxemburg, Niederlande. Ja. Und dann gibt es Sachen, da werden wir niemals mehr als 0% haben. Das hier unten zum Beispiel. Ist auch ganz gut, dass das ganz unten als letztes kommt. Die können quasi raus. So. Wie können Länder so gleich aussehen? Luxemburg, Niederlande ist 1:1 das gleiche. Nur dass Niederlande etwas dunkler ist. So. How? Ich meine, da gibt es auch noch manche Sachen, die sind ähnlich. Ja, zum Beispiel Frankreich, Italien. Ne? Rot-Weiß, Rot-Weiß. Ne? Fehlt nur die letzte Farbe. Oder hier Bulgarien, Litauen. Ne? Rot-Grün, Rot-Grün. Auch nur die oberste Farbe. Wie wäre es mit etwas mehr Uniquigkeit? Ja? Sowas wie hier. Schönes Dreieck. Oder Kreuz. Oder hier Symbol. Oder komplett übertreiben. So halt. Ja, naja. Oder sowas wie Deutschland, die halt komplett übertreiben müssen und denken, sie sind so die Macker und haben Rot, Schwarz, Gold. Warum nicht gleich Diamant, Smaragd, Gold? Ah, ich glaube, ich mache mal Land auf, genau mit den 3 Farben. Schon ein bisschen dumm. Und das Bett ist rot. Gut, dann fahren wir am besten hier mal direkt rein. Weil macht Sinn und so. Jetzt habe ich, als wir letztens getankt haben, gar nicht drauf geachtet, wie teuer das war. Oh, 2,11 €. Ja. Das ist nicht mal teuer.
ja gut, Junge. So. Perfekt eingepackt. Er hält sogar fast in einer Linie. Naja, nicht ganz. Naja, nicht ganz in einer Linie. Aber gut genug. So. Und bumm, 18 Uhr. Wird als jetzt dunkel. Der steht immer noch da. Hey, verschwinden die nicht ab? Oder ist es einer, der hier feststeht? Ich schiebe einfach mal weg, ne? Spaß. Ich hätte auf der Rastplatz gleich Pause machen können, gell? Na, ah, muss ich wieder irgendwo rumstehen hier. Boah. Easy. Na dann, ja, das soll es mit der Folge gewesen sein. Oh, Brüste. Das Gesicht braucht keiner. Was? Ja, bis dann.